So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladon zu einem neuen Part Minecraft Arnor mit dem Zwergenfürst. Raus sind wir aus dem Nether. Im letzten Part haben wir da noch ein bisschen Zeit drin verbracht im Nether. Heute geht es wieder zurück von der Basis in unser kleines bescheidenes Dorf. Um diese lange Brücke, die hier über den Wolken schwebt, geht es zurück ins Dorf. Ja, waren wieder nur zwei Parts, aber wie schon im letzten Part gesagt, sonderlich viel ist da im Nether nichts zu finden. Wir haben da irgendwie ein schlechtes Örtchen ausgewählt. Also heute zurück und dann verstauen wir hier die ganzen Schätze, die wir gefunden haben. Ja, Schätze in Anführungszeichen. Ich nenne es immer gerne Schätze. Wir stauen die Schätze zurück in die Truhen und dann treffen wir heute erste Vorkehrungen für die Wanderschaft, die ich jetzt geplant habe, die ich vorhabe. Die Wanderschaft durch die Gebiete von Minecraft Arnor. Ja, wird wieder ein paar Parts Wanderung geben und ja, da muss ein bisschen Essen und ein bisschen Zeugs mitgenommen werden. Das packen wir heute zusammen und während ich da so schön zusammenpacke, was ja etwas stupide sein kann, das Kisten sortieren und so weiter, wird es von mir eine kleine Frage-Antwort-Runde geben, eine kleine Q&A-Geschichte. Ich habe euch nämlich auf Twitter unter dem Hashtag wundertolle Fragen für Zwergi die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen. Nicht explizit für Minecraft Arnor, aber für ein Fragen, ein Q&A-Video, solch eine Art. Und da habe ich mir zusätzlich aus ask.fm noch Fragen rausgesucht und die werde ich jetzt in diesem Part heute beantworten. So schaut's aus. Während ich hier im Hintergrund ein bisschen rumkrame, kann ich auf die Fragen hier in einem Maße ganz ausschweifend eingehen. Ja, dann starten wir direkt mit der ersten Frage. Die erste Frage kommt von Blue Shell. Das ist tatsächlich jemand aus der Community von Let's Play Markus, der aber scheinbar und ja irgendwie doch was von mir bekommen hat und auch in gewisser Weise meine Videos verfolgt, zumindest ein wenig. Der stellt die Frage, wie kamst du auf deinen Nutzernamen, deinen Kanalnamen, also Zwergenfürst LP? Ja, wie kam ich auf meinen Nutzernamen, wie kam ich auf Zwergenfürst LP? Das ist relativ einfach. Ich sag's mal so, seit ich Herr Dringe das erste Mal gelesen habe, beziehungsweise geguckt habe, die Filme. Die Bücher habe ich natürlich auch gelesen. Ich habe zuerst die Bücher gelesen, dann die Filme geguckt. Also seit ich das erste Mal Herr Dringe gelesen habe, bin ich ein großer Fan von den Zwergen aus Mittelerde, von den kleinen Wesen, die dort
eher eine kleinere Rolle in Herr der Ringe, in der Hobbit eine etwas größere Rolle gespielt haben. Und war sofort hellauf begeistert von diesen Wesen, von den Zwergen als Charakter an sich. Zwerge sind Wesen klein, aber trotzdem stark, robust, kämpferisch. Ja, halt wie ein Fels in der Brandung, kann man so sagen. Das waren Eigenschaften, die Zwerge hatten, die ich mir damals auch gerne angeeignet hätte. Die ich mir vielleicht teilweise auch angeeignet habe. Das waren. Ja, also der Name Zwergenfürst LP ist ja im Wesentlichen schon vor dem YouTube entstanden. Also mein Kanal ist am 27. Februar 2016 entstanden und der Name an sich ist da schon ein bisschen älter. Aber für den Kanal an sich, also für den, also genutzt habe ich den dann erst ab 2016 und das war dann halt mein Markenname beziehungsweise mein Username, mein Nutzername, mein Kanalname und ja, das habe ich dann so für mich gebraucht. Ja, es gab Zeiten in meinem Leben, in denen ich, wie schon gesagt, diese Eigenschaften, Stärke, Robustheit, also Aushaltefähigkeit, Ausdauer, also halt die Fähigkeiten, so kämpferisch wie ein Stein, so Stein in der Brandung und so weiter zu sein, wo ich die halt noch viel mehr gebraucht hätte. In Zeiten der Schwäche gab Zeiten, wo es mir nicht ganz so gut ging, wo ich selbst so ein bisschen schwach war. In diesen Zeiten, in schlechten Zeiten, war damals Gimli aus Herr der Ringe ein gutes Vorbild für mich, ein großes Vorbild. Und ja, Mittelerde war die Welt, in die ich mich damals geflüchtet habe, als die reale Welt, als das Real Life für mich zu traurig, zu schwarz, zu dunkel und nicht mehr liebenswert wurde, da ich mich, als diese Bücher gelesen habe, das erste Mal, habe ich mich in dieser Welt, Mittelerde, halt zu Hause gefühlt und da war dann halt der Charakter Gimli, also in Herr der Ringe dann Charakter Gimli und in der Hobbit, was ich wirklich später gelesen habe. Also ich habe erst der Herr der Ringe gelesen, dann der Hobbit. Und der Hobbit kam dann die Charaktere, da sind es ja ein paar mehr Zwerge, auch noch dazu Thorin Eichenschild, beziehungsweise Gimli dann. Glöin als der Vater von Gimli. Ja, das waren so meine. Ja, andere Leute hatten Popstars und andere Idole als Vorbilder. Ich hatte Gimli den Zwerg als mein Idol, als mein Vorbild. Es klingt ein bisschen verrückt, aber. Ja, wie soll ich sagen? Wenn man in der realen Welt, in der echten Welt nicht mehr zurechtkommt und da die Welt für einen zu dunkel und zu düster wird und zu deprimierend, dann holt man sich auch keine Idole aus dieser Welt. Also versteht ihr, was ich meine? Dann hat man auch Idole in anderen, in dieser fantastischen Welt, in die man sich dann versteckt. Ja,
Also keine Sorge an alle, die es jetzt, also die jetzt anfangen, sich Sorgen zu machen. Mittlerweile geht es mir wieder gut. Also das ist, also ich bin über meine psychischen Probleme, die ich damals hatte, hinweggekommen. Das ist, ja gut, warum habe ich jetzt eine Eisenspitzhacke? Naja. So, Eisenspitzhacke, Eisenschwert. Wir müssen bald wieder unter die Erde und Eisen besorgen gehen. Ja, gut. So viel zu der Rolle des Zwergen. Also, der Zwerg, das war halt, ja, hat halt schon eine tiefere Bedeutung für mich. Das war halt irgendwie, ja, ist halt irgendwie auch, ich will jetzt nicht sagen Teil meiner Identität, aber es ist, hat mir halt stark geholfen. Also das war halt, das Volk der Zwerge war für mich in manchen Zeiten ein Volk, dem ich mich, ja, das ich gut fand, dem, wo ich mich zu Hause gefühlt habe. Das klingt sehr verrückt, aber ja, ich bin auch verrückt. Ja, das passt ja. Und ja, Fürst, das ist, kann ich einfach mal so sagen, das ist, ja, vielleicht war es auch einfach, also vielleicht wollte ich auch einfach nicht gleich den Zwergenkönig nehmen, also man hätte ja sagen können, Zwerg und dann der König. Ich wollte halt irgendwie, ich wollte halt nicht der Zwergenbauer sein, sondern ich wollte halt irgendwie was gleich, was Größeres nehmen. Und dann würde ich halt nicht gleich der Zwergenkönig sein, sondern habe ich gesagt, ja, habe ich dann geguckt, was kann man als geringeren Rang nehmen, was halt nicht gleich so der Kaiser, der König ist, sondern was halt so ein bisschen schon leichter ist. Ja, dann kann man so nach dem Ausschlussverfahren gehen, Zwergenkönig, nee, wollte man nicht, Zwergenbaron, ja, Zwerggraf, Zwergenfürst, oh ja, Zwergenfürsten gut. Und ja, dann habe ich das Zwergenfürst dann auch genommen und ja, hinter dem Fürst steckt nichts. Das ist halt einfach, das ist übrigens auch in Der Hobbit, also im Film auch, ist es auch zu sehen, im Buch wahrscheinlich noch viel mehr. In Der Hobbit, also im Film ist der dritte Teil, der dritte Film, die Schlacht der fünf Heere, in Der Hobbit, da gibt es ein Zitat von Thorin Eichenschild, wo er mit seinen Zwergenkompagnons redet und dann sie anbrüllt, ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber ich bin doch euer König, ich bin der König unter dem Berg, ihr habt mir zu gehorchen und ich bin noch ein König und kein gewöhnlicher Zwergenfürst. Würde dann dementsprechend, könnt ihr euch mal angucken, also wenn er das nächste Mal der Hobbit die Schlacht der fünf Heere anguckt, da gibt es ziemlich am Ende, wo Thorin so in Wahnsinn gerät, das ist so seine Wahnsinnszeit, wo er dann halt so ein bisschen wahnsinnig wird und von dem Gold besessen ist, von dem Drachengold, und da so ein bisschen in den Wahnsinn verfällt und seine eigenen Leute so ein bisschen verliert. Bei dieser Szene, bei diesem Zitat könnt ihr mal genau hinhören. Ich will jetzt nicht sagen, das war direkt der Zeitpunkt, das Zitat, was mich drauf gebracht hat, aber ich glaube, ja, das ist schon nicht unwesentlich, also dran beteiligt, würde ich mal sagen. Also, die Idee, also Zwergenfürst, die Erwähnung des Zwergenfürsten kommt auch an, ja,
Herr der Ringe und der Hobbit vor. In Herr der Ringe weiß ich jetzt nicht an welcher Stelle, aber die Stelle, also das Zitat in der Hobbit ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Freue ich mich jedes Mal, wenn ich den Film gucke, dass ich da erwähnt werde. Ja, kommen wir zur zweiten Frage. Ich habe jetzt ordentlich und sehr viel auf die erste Frage geantwortet. Oh nee, die müssen wir noch mal hacken, diese Felder. Nee, das war jetzt aus. Ich pflanze jetzt nur hier. Frage Nummer 2. Wie bist du eigentlich so im Real Life? Wie bin ich im echten Leben? Die Frage hat der Darmann geschrieben. Von wo der her ist, weiß ich nicht. Ich vermute auch von da, wo der Blue Shell her ist. Ja, Blue Shell war das, ja, Blue Shell. Der hat die Frage gestellt, wie ich denn im echten Leben bin. Darauf von mir die Antwort, dass ich eigentlich ziemlich genauso bin im echten Leben, wie ich hier in den Videos bin. Das ist also, ich bin kein komplett anderer Mensch. Ich verstehe mich da nicht, sondern ich spiele keine direkte Rolle. Also ich spiele jetzt fürst schon irgendwie eine Rolle. Also jetzt ja, so ein bisschen gibt es da schon eine kleine Rolle. Aber da bin ich doch weitestgehend ich selbst. Ja, vielleicht bin ich auch im echten Leben ein bisschen schüchterner, könnte man sagen. So ein bisschen weniger mutig, weniger aufgeschlossen. Ja, vielleicht ein bisschen verschlossener. Halt das aus dem Grund auch, weil ich jetzt hier von einer Kamera spreche, also zu einer Kamera spreche. Und im echten Leben, wenn ich da halt von Mensch zu Mensch, so andere Leute zu ich, eine Kamera zu ich, das ist schon ein Unterschied. Da spricht man ja auch anders. Das, also wenn ich jetzt zu Leuten privat hingehe, dann sage ich ja nicht Moin, hallo, wie geht das dir? Das ist guten Tag, das ist sei gegrüßt. Willkommen zu einem neuen Video. Das spricht man auch ein bisschen anders. Also ein bisschen, bei mir nicht dolle, aber ein bisschen. Ja, deshalb ist meine Stimme auch ein wenig anders. Da habe ich schon Leute gehört, also Leute, die mich im echten Leben getroffen haben. Die haben mir gesagt, habe ich selbst noch nicht so. Also ich höre ja meine Stimme auch ein bisschen anders, aber habe ich auch in meinen Aufnahmen noch nicht so mitgekriegt. Naja. In meinen Aufnahmen ist es ja so, aber die haben mir gesagt, ich klinge tatsächlich ein bisschen anders. Also es ist so ein bisschen Unterschied, wenn ich in meinen Videos rede und der Unterschied zu, wenn ich normal rede. Also wenn ihr mir im Real Life begegnet, klingt das unter Umständen ein bisschen anders. Wie, kann ich euch jetzt nicht direkt sagen, aber es klingt ein klein wenig anders. So die Tonlage ein bisschen anders. Ja, halt und so. Man spricht, wie gesagt, man spricht halt nicht so. Man spricht halt anders im echten Leben, als wenn man zu einer Kamera spricht. Ich würde auch sagen, also ja, ganz klar, im echten Leben, im Real Life rede ich auch ein bisschen weniger, nicht viel weniger, ich bin schon quasi Strippe, ich erzähle schon gerne, aber man erzählt natürlich auch nicht so viel wie im Video. Im Video quatsche ich ja ununterbrochen, da tue ich ja hier ein ganzes Video mit meinem Gelaber füllen, ununterbrochen, eine halbe Stunde lang, manchmal auch eine ganze Stunde am Stück hintereinander nur reden. Ja. Zwischenmenschlich im echten Leben, ja, fast genauso wie in den Videos. Also Freunde habe ich eigentlich nur innerhalb hier von dieser YouTube-Struktur, von meinem
von meinen Kanalaktivitäten. Achso, die Sache wird jetzt verstauen. Der Takeo, der Modi, der Prof, also meine Aufnahmepartner, die Ninlein und der Kochok. Prof und Kochok sind im 4-5. Squad nur Gäste. Aber trotzdem nehme ich mit denen ab und zu mal auf. Mit dem Kochok habe ich lange nicht mehr aufgenommen. Ja, als der 4-5. Squad, das ist halt so mein Kreis. Das ist also mit denen bin ich halt, ja, kann man das, ja klar kann man das befreundet nennen. Das sind halt meine Freunde. Das ist mit denen meine Aufnahmepartner und Freunde und ja. Ich meine, was habt ihr erwartet? Ich habe auch 8 Stunden am Tag Arbeit beziehungsweise Berufsschule, wenn ich in der Ausbildung bin. Ich bin jetzt in der Ausbildung, deshalb in Berufsschule. Da 8 Stunden, naja, fast 8 Stunden in der Berufsschule. 8 Stunden am Tag Arbeit und dann guckt man gegen Abend 17, 18 Uhr dann wieder nach Hause und dann setze ich mich vor die Kamera und nehme auf und wenn ich mit der Aufnahme fertig bin, dann schneide ich das Video und wenn ich mit dem Schneiden fertig bin, dann ist es schon ein bisschen später. Versteht ihr, was ich meine? Ja, dann gehe ich natürlich. Also am Wochenende mache ich mir selbst was zu essen, da besorge ich mir was und mache mir Essen. Das ist wie so ein gewöhnlicher Mensch. Es gibt halt auch außerhalb der Kamera ein paar Sachen, die halt Verpflichtungen, die dann halt, wenn man alleine in der Wohnung lebt, um die Frage nochmal zu antworten, die mir wirklich sehr häufig gestellt wird. Wohne ich noch bei meinen Eltern? Nein, ich wohne nicht bei meinen Eltern. Ich wohne alleine in einer Wohnung, in meinem kleinen Single-Apartment. Na, so klein ist es nicht, aber ja. Da sind natürlich Sachen wie Wäsche waschen, Abwasch machen. Das ist, solche Sachen sind halt, müssen halt gemacht werden, wenn man in der wohnt. Das sind halt gewisse Sachen, die, ja, Überweisungen für Leute, da wollen die Leute wieder Geld haben. Für Strom, Gas, Wasser, Scheiße, Strom, Rechnung, Internet wollen sie, das GEZ, die GEZ-Schmarotzer wollen auch das Geld von mir. Da muss das denen dann wieder überweisen, das ist Miete und so weiter, das ist das Papierkram, das muss gemacht werden, das ist, ja, versteht er, das ist halt mit dem Erwachsenenleben so, da kommen halt Rechten, aber auch Pflichten. Ansonsten kann ich nur sagen, bin ich genauso kuscheliger, bequemer, ruhiger Mensch wie in den Videos. Also ich, vom Charakter her bin ich nicht sonderlich anders als in den Videos. Also wenn er mich selbst, wenn er mich trifft, dann habt ihr den Smaggy, den ihr in den Videos seht. Also ich bin kein anderer Mensch. Das ist, ich weiß nicht, ob es da überhaupt noch Leute gibt auf YouTube, die sowas machen, die eine Rolle spielen, aber ja, ich bin eigentlich in meinen Videos der Mensch, der ich, beziehungsweise der Zwerg, der ich im echten Leben auch bin. Das ist, ja. Jetzt habe ich ja die Frage ziemlich dolle ausgeweitet und ziemlich dolle beantwortet. Ich gucke gerade auf den Timer, der mir sagt, der Part ist schon ziemlich lange. Ich habe jetzt einigermaßen Zeugs gesammelt, mitgenommen. Es wird reichen für die Reise, hoffe ich. Jetzt habe ich 2 Fragen beantwortet. Läuft ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die nächste Frage noch. Ich übertreibe das immer wieder. Ich übertreibe das mit den Fragen. Na komm, die dritte, noch eine dritte Frage kurz schnell mit rein.
Das ist eine lustige Frage, können wir mit reinnehmen. Was ist die wichtigste Lektion, die du im Leben je gelernt hast? Da fällt mir einfach spontan ein Lied ein. Kennt ihr das? Ihr kennt doch hier Digimon, lebt deinen Traum, der wird wahr. Jo, genau das. Auf deinen Weg stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, ich kann dich singen. Ich sollte es lassen. Greif nach den Sternen, du bist bereit. Band dich, bald ist es soweit. Ja, der Text ungefähr so. Ja, lebe deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stell dich der Gefahr. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Ja, das klingt lustig und nach einer Phrase, wenn man sich den Text mal anhört. Das ist schon eine ziemlich weise Sache und eine wichtige Lektion im Leben. Glaub an dich, lebe deinen Traum. Ja, carpe diem, kann man es auch in weiseren Worten sagen. Oh, ein Ei. Ach, die spawnen hier unter der Erde wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich schon, aber bei mir klappt es halt nicht. Ja, lebe jeden Tag so, als wär's dein letzter. Kommt man auch sagen, so die weisen Sprüche. Wir sollten ein Bett mitnehmen. Ich gehe nochmal hoch und hole ein Bett. Ich nehme das Bett mit. Wir brauchen ein Bett für die Reise. Ja. Letztendlich kann ich nur sagen. Ja, gib deine Träume niemals auf. Das könnte eine Lektion sein, die ich gelernt habe im Leben. Beziehungsweise lebe deine Träume, also glaub an deine Träume. Hör niemals auf zu träumen. Also nur wer träumt, kann schaffen, was er schaffen will und seine Träume verwirklichen. Das ist nur, also wenn man aufhört zu träumen und an seine Ziele zu glauben, kann man seine Ziele auch nicht erreichen. Das ist. Man muss halt am Träumen bleiben und sagen, ja, das erreiche ich, das auch wenn es manchmal unrealistisch klingt, das ist mein Traum und den verwirkliche ich jetzt. Da glaube ich dran und das ist mein Traum und ja, den lebe ich jetzt. Ja. So viel dazu. Ja. Jetzt eine vierte Frage, die noch von Ask.fm. Eine sehr witzige Frage zum Abschluss dieser Fragerunde. Wenn du einen Igel und einen Otter kreuzt, was erhältst du dann? Da gibt's eine ganz kurze, eindeutige Antwort drauf. Was erhält man, wenn man einen Igel und einen Otter kreuzt? Genauso, genau das passiert, wenn man einen Otter und einen Igel kreuzt. Genauso sieht das aus. Der neue Sonic. Jo. Genau das. Ja, dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben. Sollte es euch gefallen haben, sollte euch das Video fürstlichstens gemundet haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, kein weiteres Video, keinen weiteren Minecraft-Anbau mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Der nächste Part geht es dann hier in diese Richtung. Nicht in diese Richtung, da geht es zurück zum Dorf. Hier stellen wir unser Bett auf. Ja, und dann sage ich gute Nacht und bis zum nächsten Part, wo es dann los in die Wanderung geht. Haut rein, habt einen angenehmen ersten Tag, man sieht sich und ciao, ciao. Gute Nacht.